Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo von mir. Heute würde ich gern auf meinen damaligen DM bzw. Rossmann Hall, Baby Hall, Erstausstattung, Drogerie reagieren. Denn ich denke, das könnte ich mir ganz lustig vorstellen. Denn ja, ich habe jetzt eine ganz andere Sichtweise, glaube ich, zu Sachen, die man braucht und die man nicht braucht, so nach 2 Jahren mit Kind. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich riesig. Ich habe das Video vorher noch nicht angeschaut. Das ist wirklich meine echte Reaktion und ich freue mich schon richtig, das einmal anzugucken. Ja, ich blende euch das hier unten ein und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich bin, wie gesagt, mega aufgeregt. Ich gucke das Ganze wieder auf meinem Handy und werde dann ab und zu mal reagieren. Wie gesagt, ich bin total aufgeregt und der erste Blick hier ist schon grauenvoll. Aber gut, ich würde sagen, wir starten. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Rossmann bzw. DM Hall, Drogerie Hall. Oh mein Gott, ich habe einfach gerade genau die gleiche Anrede gemacht. Wie verrückt. Und können wir einmal über meine, ja, also über das Hintergrundbild sprechen? Schlimm, also ganz schlimm. Ich glaube, ihr seht es selber, aber gut. Und meine roten Lippen. Ich hatte einfach so Probleme mit trockener Haut und sowas in der Schwangerschaft. Oh Gott, ich weiß auch gar nicht, in welcher Woche ich da war. Ich habe so früh diesen DM-Haul gemacht. Ich glaube, ich war nicht mal 30. Woche. Ich glaube, 26. Woche oder so. Total übertrieben. Jetzt tatsächlich brauchen wir fast gar nichts für das Baby. Also ich denke, es wird diesmal auch gar keinen Haul geben. Keine Ahnung, weil wir einfach noch so viel von Lia übrig haben und weil ich auch total viel umgestellt habe. Also wir brauchen weder Windeln, weil wir im Stoff wickeln, wir brauchen weder Feuchttücher, weil wir alles mit Wasser und selbstgenähten Waschlappen machen. Pflegeprodukte brauchen wir auch nicht, das haben wir alles noch von Lia und da sind wir auch umgestiegen. Ja, also wir brauchen eigentlich wirklich fast gar nichts. Wir brauchen keine Wickelunterlagen, weil wir da waschbare haben. Also eigentlich brauche ich gar nichts. Das ist total verrückt. Also was ich eventuell bräuchte, sind so Multimarm-Kompressen und sowas. Aber das ist ja kein richtiger Haul dann. Aber gut, wir schauen mal, was noch so kommt. Weiter geht's. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Es ist natürlich so, dass auch die werdenden Mütter alles für das Baby kaufen müssen, alles fürs Wochenbett, alles für die Kliniktasche und... Stimmt, Wochenbett, da brauche ich auf jeden Fall einiges. Ich habe noch so ein paar Einlagen von Lia, aber sonst natürlich Binden und sowas habe ich alles aufgebraucht. Also ich glaube, ich habe noch 3 oder 4 von diesen großen Einlagen da, die hatte ich mir damals mal bei DM geholt. Ich glaube, die sind auch in dem Haul drin, zeige ich euch gleich nochmal. Und sonst, ja, auf jeden Fall so Binden und sowas, ne? Aber, ja, sehen wir dann. Ich denke, ich werde diesmal so, ja, um die 30., 33. Woche alles besorgen, weil ich so 34. Woche schon die Kliniktasche packen wollte. Das habe ich ja bei Lia auch gemacht. Auf die Kliniktasche kann ich übrigens auch mal reagieren. Ich glaube, das wäre auch ganz lustig. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Ich erzähle euch gerne auch zu einzelnen Produkten gleich etwas, ob ich das gebraucht habe, ob ich das nicht gebraucht habe und so weiter. Das haben wir heute erledigt. Ja, ein bisschen früh werden sich jetzt einige Leute denken, aber dazu habe ich natürlich auch eine Begründung. Nämlich muss ich mich in der 30. Woche schon im Krankenhaus anmelden bei uns und ich wollte gerne einfach, um sicher zu gehen, in der 30. Woche bzw. 30, 32. Woche schon alles für die Kliniktasche haben. Ich möchte sie noch nicht packen. Da seht ihr meine Begründung. Ja gut, also ich war halt damals einfach so aufgeregt. Ich konnte es überhaupt nicht abwarten, bis das Baby endlich kommt, bis die Kleine da ist, bis ich diese ganzen wunderschönen Dinge machen kann. Kliniktasche packen, Wickeltisch einräumen. Ich habe mich einfach so gefreut. Das ist diesmal auch so. Ich freue mich riesig. Nur diesmal bin ich ein bisschen entspannter. Und es hat sich einfach so viel verändert. Also ich bin viel reifer geworden. Und die Person in dem Video kann ich einfach nicht mehr mit mir so identifizieren. Das ist einfach was ganz anderes. Was ich noch sagen wollte, Kliniktasche werde ich auf jeden Fall diesmal auch wieder 34. Woche packen. Damals bei Lia habe ich das nämlich auch gemacht und die war bis zum Ende nie komplett fertig. Also da haben immer Sachen gefehlt und
Wir haben ja tatsächlich noch, als es dann losging, so spontan, haben wir noch über eine halbe Stunde die restlichen Sachen zusammengesucht für die Kliniktasche. Und das möchte ich diesmal auf jeden Fall anders machen. Sondern dass sie wirklich komplett fertig ist zur 34. Woche, dass sie wirklich hier steht. Ich brauche nur noch mein Handy reinschmeißen, meine Kamera reinschmeißen. Ich möchte auch schon einen extra Akku, einen Ersatzakku vollgeladen drin haben. Ein extra Ladekabel werde ich mir noch kaufen. Das hat Felix gesagt. Wir kaufen uns auf jeden Fall extra ein Ladekabel, weil wir haben die Bude abgesucht, als ich diesen Blasensprung hatte, nach einem Ladekabel. Es war schrecklich. Und deswegen kaufen wir uns extra ein extra Ladekabel, extra für die Kliniktasche, damit wirklich alles fertig ist, damit ich nichts mehr reinräumen muss, außer mein Mutterpass und mein Portemonnaie oder sowas. Weil ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Denn einige wissen, bei Lia ging es mega schnell. Also so schnell konnten wir gar nicht gucken. So schnell war das Kind da. Und ich habe einfach Angst, weil viele sagen, beim zweiten Kind geht es eben schneller. Muss nicht so sein. Ich kann auch über 3 Tage Wehen haben beim zweiten Kind. Aber dadurch, dass es bei Lia einfach so krass schnell ging und ich jetzt schon so starke Übungswehen habe, denke ich einfach, dass es schnell geht und ich möchte dann nicht noch über eine halbe Stunde hier Kliniktasche packen und alles und ich möchte die einfach schnappen ins Auto und dann dort auf meinen Freund warten und nicht, dass er hierher kommt und wir packen noch alles ein und hier tragen wir das und ich habe mich ja auch nicht bewegt. Ich hatte diesen Blasensprung im Bett und ich habe mich nicht bewegt über eine Dreiviertelstunde, bis er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, weil ich Angst hatte. Einfach aufzustehen. Lia hatte ja auch die Nabelschnur im Endeffekt um Hals. Das wusste natürlich niemand, das kann man natürlich nicht vorher sagen, aber ich hatte einfach so dolle Angst. Ich hatte auch Angst, meinen Eltern Bescheid zu sagen, obwohl die eine Etage unter mir waren. Das war total verrückt. Das sind so viele Sachen, die ich nicht nochmal machen würde, sondern jetzt würde ich halt einfach aufstehen, wenn es im Bett passiert. Ich denke nicht, dass es im Bett passiert. Und Tasche packen. Lia versorgen, gucken, wo Lia hinkommt, also runter zu meinen Eltern bringen wahrscheinlich, und dann im Auto warten, bis mein Freund da ist und dann fahren wir auch direkt los. Und dass er gar nicht mehr hier reinkommt, außer er braucht noch irgendwie was ganz, ganz Dringendes, sondern dass wir wirklich direkt losfahren ins Krankenhaus, denn die Fahrt dauert auch nochmal eine halbe Stunde. Ja, also total crazy, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Zeit, aber ich möchte einfach alles gern da haben. Und dementsprechend zog heute alles ein. Das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Es fehlt noch. Übrigens zur kleinen Hintergrundgeschichte. Wir haben diesen DM-Haul, damit habe ich, also mit dem DM-Einkauf, habe ich meinen Freund richtig belästigt. Denn wir waren da gerade in der Innenstadt an dem Tag. Und ich habe gesagt, oh, guck mal, hier ist ein Rossmann. Lass uns doch einfach die Sachen schon mal kaufen. Einfach weil ich es nicht mehr abwarten konnte, ja. Und er hat gesagt, ach komm, das ist viel zu früh, brauchen wir gar nicht. Und jetzt muss ich hier die Tüten durch die Innenstadt schleppen und so. Nee, gar keinen Bock. Und ich wurde richtig, richtig zickig. Und dann nachher sind wir einkaufen gegangen. Also mein Freund hatte da wirklich einen richtig miesen Tag mit mir. Und das ist einfach so, ja, zur Hintergrundgeschichte. Einfach damit ihr jetzt auch wisst, was da so im Hintergrund alles passiert, wenn Maggie völlig durchdreht und unbedingt ein DM-Haul machen möchte. So, das Video läuft nicht mehr eine Minute und das Video hier geht schon fast 10 Minuten. Einiges, also wir sind noch nicht komplett, aber das, ja, erzähle ich euch einfach, was da noch fehlt und werde da jetzt nicht nochmal extra ein Video zu machen oder so, sondern ja, das ist erstmal so das Grobe. Wir haben zwei richtig große Einkaufstüten. Der Teil 2 kam tatsächlich sogar. Da kann ich auch gerne nochmal drauf reagieren, wobei ich glaube, dass der gar nicht so groß ausfiel. Da habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten nachgeordert. Voll von Rossmann. Wir waren nicht bei Rossmann, nicht bei DM, weil bei uns in der Nähe gibt es gar kein DM. Der nächste ist in Lübeck und ja, wir waren jetzt hier bei uns einfach um die Ecke beim Rossmann, haben da auch noch 10% in der App gespart und ja, haben das einfach mal alles gekauft. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und das würde ich sagen, fangen wir direkt an, damit es nicht allzu lange dauert. Viel Spaß! Ja, wie schon erwähnt, Mein altes Intro, wie spannend. umfasst das Ganze jetzt einmal den Wickeltisch vom Baby, die Wickeltasche vom Baby, die Kliniktasche und das Wochenbett, genau. Also ein kompletter Einkauf für alles.
Wickeltasche tatsächlich, ja, brauchen wir eigentlich auch nichts, weil wie gesagt, wir wickeln ja mit Stoff und sowas. Da müssen wir uns also auch keine Gedanken machen. Und jetzt bei Lia tatsächlich habe ich auch gar keine Wickeltasche mehr, sondern ich schmeiße einfach eine Windel und zwei Tücher in meine Handtasche und dann ist fertig. Also ja, da muss man sich auch gar nicht so einen Stress machen. Erst recht, wenn man stillt, braucht man sich gar nicht so einen Stress machen. Also ich denke, dass wir am Anfang auf jeden Fall eine Kliniktasche dabei haben werden, weil einfach Lia ein absolutes Spuckkind war und da konnten wir einfach nicht ohne Wickeltasche los, weil sie brauchte immer mega viele Klamotten, sie brauchte mega viele Spucktücher, Windeln und alles. Also ich denke, beim Baby wird es auf jeden Fall auch eine Wickeltasche geben, aber nicht allzu lange. Also wie gesagt, bei Lia brauchen wir schon gar keine mehr. Es fehlen noch ein paar Sachen, aber das kommt dann alles später. Ich habe es überhaupt nicht in irgendeiner Reihenfolge. Ich habe hier einfach die Tüten rechts und links stehen und greife einfach raus und dann ja, schauen wir mal, ob es irgendwie eine Reihenfolge gibt. Das erste, was ich hier greife, sind Pampers und zwar sind das die Null, also große Null. Die sehen so aus und hier seht ihr einmal große Null. Die Windeln tatsächlich brauche ich ja jetzt nicht mehr. Habe ich aber genau noch liegen. Denn diese Größe 0 ja, ist eigentlich für sehr Frühgeborene. Lia kam zwar 2 Wochen zu früh, aber hatte Top-Maße gehabt. Also über 3 Kilo und 50 Zentimeter. Und von diesen Windeln, glaube ich, haben wir 5 Stück benutzt. Und den Rest habe ich, wie gesagt, noch liegen. Die werde ich natürlich jetzt am Anfang versuchen aufzubrauchen, weil sie keiner aus meiner Familie gebrauchen konnte. Ja, aber die Größe 0 ist nichts für normale Neugeborene, die ist wirklich nur für Frühgeborene und kann ich auf jeden Fall gar nicht empfehlen. Also wenn euer Kind mit 2,5 Kilo oder so zur Welt kommt, dann könnte es eventuell was sein. Aber Lia habe ich eigentlich nur reingequetscht und war absolut sinnlos. Die sind nämlich von 1,5 bis 2,5 Kilo. Da haben wir jetzt ein Paket mitgenommen, die kosten. Ja, bis 2,5 Kilo Lia hat schon 3 gewogen bei der Geburt. Als wir entlassen wurden, glaube ich, 2,8 oder 2,9 Kilo. Also, meine Güte. Da, ja, ist kein Wunder, dass ich diese so reingequetscht habe. Ich dachte, die gehen wenigstens bis 3 Kilo oder sowas. Aber kann ich wirklich gar nicht empfehlen. Meine Frauenärztin hat damals gesagt, Lia wird super, super klein. Und dann ist sie auch noch 2 Wochen zu früh gekommen, was ich da natürlich noch nicht wusste. Aber ja, deswegen habe ich die, glaube ich, gekauft. Aber werde ich bestimmt gleich nochmal sagen. 3,70 € oder so. Einfach weil ich das gerne so zur Sicherheit hätte, falls die Kleine doch ein bisschen kleiner ist, habe ich die einfach gerne da. Ich denke nicht, dass sie so klein wird, aber meine Nichte hat sie auch gebraucht und die war bei der Geburt 47 cm groß und hat nicht in die normalen Windeln gepasst und deswegen, ja, hat meine Schwester mir sozusagen die ans Herz gelegt und deswegen haben wir davon ein Paket mitgenommen. Andere Windeln haben wir jetzt nicht gekauft, weil ich hier zu Hause schon 6 Pakete habe. Die habe ich das letzte Mal gekauft, als ich kaufe zwei, nee, kaufe, doch kaufe zwei und bezahle nur ein. Also man hat immer eine Windelpackung umsonst bekommen und da habe ich das letzte Mal, glaube ich, 3 Einser und eine Zweier und zwei hatte ich noch zu Hause. Also Einserwindeln kauft auch bitte nicht so viel, weil da wachsen die extrem schnell raus. Die Zweierwindeln werden sehr, sehr lang getragen. Dreier dann auch wieder nur ganz kurz und dann kommen schon die Vierer und die Vierer tragen sich fast bis zum Trockenwerden. Also kauft von den Einsern bitte nicht so viel. Ich habe nämlich davon auch noch 2 Pakete liegen. Eins habe ich verschenkt und eins habe ich noch liegen für das zweite Kind jetzt. Weil wir am Anfang ja nicht mit Stoff wickeln wollen, also die ersten paar Tage, bis der Nabel abgefallen ist. Genau, aber kauft da bitte nicht so viel. Also das haben wir auf jeden Fall genug. Und deswegen gab es nur einmal hier die Pampers. Die hätte ich auch von Baby Dream oder Baby Love oder so genommen. Da gibt es ja auch die XS-Variante sozusagen, so heißen die. Aber die gab es bei Rossmann nicht und deswegen gab es die von Pampers jetzt. Da sind 24 Stück drin und ich denke, das reicht auf jeden Fall. Die sind echt so mini. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Windeln sind wir also gut ausgestattet. Dann habe ich mitgenommen einmal einen Spülreiniger von Frosch. Der ist für die Flaschen und. Der ist tatsächlich auch noch genauso original verpackt bei uns im Wickeltisch. Schnuller und ja, also ein Zeug für die ganzen Babysachen. Ja, kraftvolle Entfernung von Milch- und Essensrückständen
Und der soll wohl richtig gut sein, besser als der von Nook. Da waren jetzt einmal der und einmal der von Nook und ich habe einmal von dem sehr, sehr Gutes gehört. Auch wenn der, ich glaube, diese Packung kostet 3 Euro oder so, aber der musste auf jeden Fall mit. Auch wenn wir stillen wollen, aber ja, wir wollen ja auch mal abpumpen und so und deswegen kam der auch auf jeden Fall mit. Dann hab Also wie gesagt, brauchten wir nicht. Abgepumpt habe ich zwar ab und zu, aber Lia hat die Flasche absolut verweigert. Und deswegen, ja, habe ich die Milch einfach nur eingefroren oder zum Baden benutzt. Ja, also brauchten wir nicht. Ich habe mitgenommen einmal Waschmittel, Vollwaschmittel von Domol, also der Rossmann Eigenmarke Ultra Sensitiv, ohne Parfüm, Farbe und Konservierungsstoffe. Da ist jetzt ein knapper Kilo drin, soll für 16 Wäschen reichen. War irgendwie das einzige Sensitiv-Vollwaschmittel, was ich da gefunden habe, außer es gab noch eins von Persil. Aber ja, da ist ja nichts anderes drin und kostet einfach doppelt so viel. Diese Packung kostet auch schon fast 3 Euro. Von dem Waschmittel bin ich wirklich mehr als überzeugt. Das ist mega, mega schön. Das benutze ich seitdem, also seit dem Anfang von Lia bis jetzt für Lias Kleidung und vor allem auch für die Stoffwindeln ist das mega gut. Das haben mir ganz viele Stoffwindelshops empfohlen. Und genau, deswegen benutze ich das auch für die Stoffwindeln und bis jetzt alles super. Also das kann ich wirklich empfehlen und das ist auch das, was ich wirklich immer wieder bei Rossmann nachkaufe. Aber ich, ja, wir brauchen das ja auf jeden Fall. Babywäsche muss gewaschen werden und dementsprechend gab es einmal das hier. Dann machen wir direkt weiter mit, ja, Dingen, über die man nicht sprechen möchte. Einmal feuchtes Toilettenpapier. Das wurde mir auch empfohlen. Dieses hier kostet, glaube ich, 1,30 oder so. Irgendwie sowas in dem Dreh. Kann auch 1,70 gewesen sein. Ja, das wird natürlich jedem empfohlen. Im Krankenhaus und auch danach, wenn man... Kann ich absolut gar nicht empfehlen. Die Packung habe ich im Wochenbett nicht gebraucht. Ja, also... Ich kam ganz normal mit normalem Toilettenpapier zurecht. Das muss einfach, also musste für mich nicht sein und wird es beim zweiten Kind auch einfach nicht geben. Ich bin einfach nicht so der feuchte Toilettenpapier-Typ irgendwie. Zum Beispiel reißt oder allgemein ist da unten alles wund und das fühlt sich nicht so schön an und deswegen einmal feuchtes Toilettenpapier. Dann habe ich mitgenommen, die hatte ich vorher noch gar nicht. Das sind BB-Micellentücher. Die wollte ich jetzt einfach mal so für die Klinik haben, beziehungsweise für die Kliniktasche, weil ich ja gerne einmal mein Gesicht immer wasche und bevor ich jetzt mein ganzes Zeug mitnehme, was ich dafür immer verwende, dachte ich mir nämlich jetzt einfach mal diese hier und wir probieren die mal aus. Ja, die kenne ich. Habe ich auch nicht gebraucht, allgemein kliniktaschenmäßig, kulturtaschenmäßig, völlig übertrieben, braucht man alles nicht. Die habe ich auch nicht gebraucht. Die habe ich jetzt hier später zu Hause zum Abschminken und sowas benutzt. Ich so noch gar nicht, wie gesagt. Und ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, was die kosten. Über 1 Euro auf jeden Fall. Ja, aber die wollen wir mal ausprobieren. Vielleicht steige ich hier komplett darauf um, weil ich finde das ja, viel einfacher, als wenn man da jetzt immer mit Wattepads und so einmal so drüber wischt. So, dann das nächste Thema. Wickeln. Wir wollen ja auf jeden Fall mit... Wasser und Tüchern waschen, Wattepads, die waren bei uns heute ausverkauft, deswegen kann ich euch die leider nicht zeigen, aber ja, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt hier einen Riesenberg mit Wattepads, weil wir eben nicht mit Feuchttüchern wickeln wollen zu Hause, sondern mit warmem Wasser, Öl und eben Wattepads, ein bisschen so. Das haben wir tatsächlich so gemacht, die Anfangszeit, und dann bin ich ja auf die, also mit den Stoffwindeln, bin ich dann auf die ja, ganz normalen Waschlappen, waschbaren Waschlappen umgestiegen, die ich selber genäht habe. Und das machen wir bis jetzt. Und bis dahin habe ich aber diese Wattepads benutzt und kann ich auch jedem empfehlen. Meine Schwester macht das auch. Ja, ist einfach viel angenehmer fürs Kind. Einmal Waschlappen. Ganz normale Waschlappen. Aber für unterwegs stelle ich mir das ziemlich komisch vor oder schwierig. Klar, man kann Feuchtigkeit selber machen oder so. Aber... Das war mir jetzt so nicht so wichtig. Und deswegen haben wir hier ein Doppelpaket Feuchttücher mitgenommen. Einfach wirklich nur für unterwegs oder wenn wir mal irgendwo zu Besuch sind. Oder, ja, gab es hier ein Doppelpaket. Das sind jetzt die Newborn-Feuchttücher. Also, ja, sollen wohl extra gut sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wir werden das sehen.
Es sind jetzt zwei Stück. Die gab es leider nicht im Einzelpaket. Jetzt sind die auch einzeln genommen. Ja. Und jetzt gab es die leider nur im Zweierpaket. Und deswegen haben wir die beiden einfach mitgenommen. Die haben wir tatsächlich auch aufgebraucht. Waren ganz normale Feuchttücher. Hatten diesen typischen Feuchttuchgeruch. Ja. Also dieses Newborn habe ich da nicht so deutlich gespürt. Und so sehen die aus. Sanfte Reinigung für sensible Neugeborenenhaut ohne Parfüm mit hautidentischen Lipiden und Vitamin E. 80 Tücher in einer Verpackung, also echt die großen. Und das Doppelpaket kostet, glaube ich, 2,60 Euro. Ja, weil Babys einen wunden Popo bekommen, wenn sie einen nassen Popo haben, gibt es natürlich die Pflegetücher. Die kennt ihr, glaube ich, auch alle. Und die verwenden wir dann ja nach dem Wickeln sozusagen, einfach um den Popo trocken zu machen, damit ja kein wunder Popo entsteht. So habe ich das gehört und auch von meiner Hebamme gesagt bekommen. Und deswegen gab es hier die Pflegetücher einmal mit Aloe Vera. Das sind 90 Tücher. Die benutze ich tatsächlich jetzt auch immer noch, einfach nach dem Wickeln zum Trockenmachen. Genau, damit es einfach nicht so nass ist, auch in den Falten und sowas. Dafür sind die wirklich gut und die habe ich jetzt auch immer noch auf dem Wickeltisch stehen. So eine schöne Dschungelverpackung hier. Die kosten, glaube ich, 80 Cent. Also da ist wirklich nichts bei. Einfach nur so, ja, Art trocken, so Tempotaschentücher. Und dann gab es noch ein zweites Paket. Hier sind 100 Tücher drin. Das ist einfach ohne Aloe Vera, also einfach so ein ganz normales Paket. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Wir wollten einfach mal alles ausprobieren. Ja, was da am besten ist, werden wir dann am Ende sehen. Aber die haben auch das gleiche gekostet. Auch 80 Cent, glaube ich. Und sind, wie gesagt, für das Wickeln, also nach dem Wickeln. Dann habe ich mitgenommen eine ganz kleine Packung feuchte Waschlappen für die Wickeltasche. Ja, habe ich einfach so gern dabei, einfach um mal eben selbst von sich selber die Hände zu waschen oder irgendwas anderes auf jeden Fall. Auch absolut unnötig, wenn man Feuchttücher dabei hat. Ja, gab es einmal hier die Probepackung. 15 Tücher sind da auch nur drin. Eine ganz kleine Packung ist, denke ich, ganz gut für die Wickeltasche. Und ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben. Ich glaube 50 Cent oder so. Auch empfohlen wurden mir die Windelbeutel. Die sollen ja richtig, richtig gut riechen und die ja, sind auch für die Wickeltasche oder wollen wir mitnehmen für die Wickeltasche. So, das letzte Teil der ersten Tüte und auch ein sehr unangenehmes Thema, und zwar Wochenbett. Ich habe mich jetzt hier für die My Camellia Maxi Binde Nacht entschieden. Das sind 16 Stück. Die My Camellia habe ich schon sehr oft auf YouTube gesehen. Und ich habe mich jetzt hier für die Maxi-Nachtbinden entschieden, weil die einfach noch ein bisschen größer sind. Die sind tatsächlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Die werde ich mir, denke ich, beim diesem Mal auch wiederholen. Aber ich brauche die tatsächlich gar nicht so lange. Ich bin sehr schnell auf diese normalen, ganz dünnen Binden umgestiegen. Und die habe ich dann wirklich bis zum Ende benutzt. Und die letzte Woche, glaube ich, nur noch Slip-Einlagen. Genau, aber sonst für den Anfang sind die wirklich sehr gut. Saugen und ich denke, damit fahren wir die ersten Tage sehr, sehr gut, wenn wir aus dem Krankenhaus draußen sind. Ich glaube, die sollten auch reichen. Ich hoffe es, die sind halt wirklich so groß wie die ganze Verpackung hier. Also echt Monster-Dinger. Aber ich ja, denke, das passt auf jeden Fall. Das werde ich natürlich ausprobieren. Aber die, ja, habe ich jetzt einfach mal mitgenommen für das leidige Thema. So, los geht's in der zweiten Tüte mit einer Flaschen- und Saugerbürste in Grau, ganz schlicht. Die Flaschenbürste liegt auch noch genauso original verpackt bei mir im Schrank. Einmal eine große Bürste und hier oben drin im Haken sozusagen ist noch eine kleine Bürste. Das könnt ihr hier hinten einmal sehen. Also hier haben wir einmal die große und dann haben wir noch hier die kleine Bürste. Total praktisch, in Grau finde ich die auch ganz schön, passt zu unserer Küche. Und genau, die kam auch mit, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, was die kosten, eins irgendwas, glaube ich. Aber ja, die muss natürlich auf jeden Fall auch mit. Dann habe ich mitgenommen ein Labello, der war jetzt gerade im Angebot und ich glaube, der... Den habe ich tatsächlich immer noch, genau denselben und habe den in der Klinik oder allgemein
also in der Cleaning-Tasche auf jeden Fall nicht benutzt. Den habe ich jetzt hier zu Hause vor ein paar Wochen erst ausgekramt, weil ich da so trockene Lippen hatte. Ja, aber in der Krankenhaus sagen ja immer alle, in der Cleaning-Tasche packt ihr auf jeden Fall ein Labello ein. Du hast so trockene Lippen nachher vom ganzen Atmen, aber bei mir war das nicht der Fall. Und ich hätte da ganz ehrlich auch überhaupt nicht dran gedacht unter den Wehen. Also ich hatte da ganz andere Sorgen. Ich war froh, dass Felix mir ab und zu mal ein Glas Wasser gegeben hat. Aber sonst, ja, brauchte ich das gar nicht. 50 Cent oder so kostet, aber mir wurde gesagt, ja, dass man sehr trockene Lippen hat. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal diesen hier mitgenommen. Während wir in den Wehen liegen, dachte ich, das passt doch sicher ganz gut. So, da habe ich noch eine kleine Ausstattung an Windeln. Und zwar habe ich noch einmal mitgenommen von Facelle die 10 Windeln. Ultrabinden Nachtschutz mit Flügeln. Also das sind die Nachtbinden. Genau, die meine ich. Die hatte ich in der zweiten Woche nach der Geburt. Und die habe ich dann ja ungefähr eine Woche getragen. Und dann die letzte Woche, ich hatte ja nur 3 Wochen Wochenbett. Die letzte Woche hatte ich dann nur noch Slip-Einlagen. Mit Flügeln und die sind schön weit nach hinten raus. Das heißt, wenn man schläft, dass dadurch das ganze Bett nachher voll ist. Da gab es einmal die kosten, glaube ich, 1 Euro. Das sind ja 10 Stück und ich denke, wenn wir mit den anderen durch sind, kommen die hier zum Einsatz. Und danach kommen dann die ganz normalen zum Einsatz, wo ich dann auch echt... Da bin ich auch wirklich sehr überzeugt von den Binden. Also die sind wirklich richtig gut. Der Meinung bin, okay, die sollten dann wirklich so den Rest machen. Das sind jetzt 16 Ultrabinden normal und die benutze ich auch sonst damals, als ich mal meine Periode hatte. Also die sind wirklich auch sehr, sehr gut und genau, da haben wir uns jetzt einmal mit 2 hiervon ausgestattet, weil ich ja der Meinung war, die braucht man eigentlich auch immer. Und ich denke, ja, mit diesen 4 Paketen kommen wir sehr, sehr gut aus. Ihr könnt ja mal irgendwelche Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich da überhaupt noch nicht mit aus, weiß überhaupt nicht, wie doll ich irgendwie bluten werde. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal das hier mitgenommen. Ich denke, aber wir fahren damit ganz gut. Auch dazu passend habe ich eine Intim-Waschlotion mitgebracht, Sensitiv. Auch absoluter Schwachsinn, habe ich auch nie benutzt. Die habe ich irgendwann verschenkt an meine Familie, weil ich die gar nicht gebraucht habe. Also einfach mit Wasser und fertig. Ja, habe ich auch öfter schon in solchen Videos gesehen und dachte mir, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzen werde, aber ich dachte mir, okay, wir probieren das einfach mal. Und genau, falls man sich aber nicht so frisch fühlt und einmal frisch machen möchte, kann man das dann eben einmal machen. Ich glaube, die Packung kostet auch etwas über 1 Euro oder so. So, das letzte zu dem Thema, glaube ich, sind einmal Intimpflegetücher. Die habe ich jetzt hier in dieser Reisegröße mitgenommen, weil sie die großen einfach nicht da hatten. Die waren wohl ausverkauft oder einfach nicht im Regal. Ich weiß es nicht. Die haben sie auf jeden Fall nicht gefunden. Aber hinten im Reiseregal haben wir dann die kleinen hier gefunden. Da gab es einmal dann... Die habe ich tatsächlich auch nie benutzt. Die sind noch genauso bei mir im Badschrank. Also habe ich auch gar nicht gebraucht. Und wie gesagt... Aber mit Wasser und einem Waschlappen, das tut es genauso gut. Da braucht man nicht irgendwelche bestimmten Pflegetücher. Diese Intim-Pflegetücher, 15 Stück sind hier drin. pH-freundlich mit Milchsäure, mit Allantoin und Kamillenextrakt. Ja, finde ich ganz praktisch für zum Beispiel die Klinikentasche auch. Also ein Paket kommt auf jeden Fall mit in die Klinikentasche. Falls man ja unvorbereitet in die Geburt trifft und sich einfach... total unsauber fühlt, dass man einmal kurz so waschen kann und auch später dann im Wochenbett finde ich das, glaube ich, ganz gut, wenn man einfach mal kurz das sauber machen kann. Da gab es jetzt 3 Packungen, ich finde hier nur 2, ich weiß nicht, wo die dritte hier in dieser Tüte ist, aber da gab es auf jeden Fall 3 Packungen und eine hat gekostet 50 Cent. Dann haben wir mitgenommen einen Nasensauger. Ich bin von solchen Dingen ja überhaupt kein Fan, aber ja, man sagt, man braucht das und ich denke, das ist auch ganz nützlich. Tatsächlich benutzen wir den auch immer noch und am Anfang war Lia ja auch richtig stark krank und da war das einfach unsere Rettung. Also ein Nasensauger muss auf jeden Fall sein. Und der kostet glaube ich 2 Euro und dann gab es eben so einen Nasensauger. Dann haben wir direkt auch noch mitgenommen für 2 Euro einmal so einen Kühlbeißring.
Wir haben schon relativ viele Beißringe und alles, aber ja, so ein Kühlding haben wir noch gar nicht, also wo sie wirklich. Der war tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also für die richtige Zahnzeit habe ich den in den Kühlschrank gelegt und das war echt wirklich Gold wert. Den Gefrierschrank legen kann, damit es schon richtig schön kalt ist. Und ja, deswegen habe ich die jetzt auch einfach nochmal mitgenommen. Stand auf meiner Liste und dementsprechend habe ich den auch mitgenommen. Dann gab es noch einmal für die Wickeltasche Reinigungstücher Gesicht und Hände. Die haben auch. Auch absoluter Schwachsinn, wenn man Feuchttücher dabei hat. Also da braucht man nicht ganz viele verschiedene Tücher, da reichen einfach Feuchttücher. Etwas über 1 € kosten sind 25 Tücher, upsala. Finde ich super praktisch hier mit dieser Öffnung, dann trocknen die auch nicht aus. Also sind echt super für die Wickeltasche. Und ich dachte mir, falls man mal irgendwie irgendwo was wischen muss oder so beim Kind, hat man dann eben diese Tücher dabei. Dann gab es auch für die Wickeltasche einmal eine Handcreme. Die habe ich jetzt ein. Brauchte ich auch noch nie. Ich hatte in meiner Wickeltasche damals einfach eine Nivea-Creme, diese kleinen Probepackungen und damit mache ich alles. Die benutze ich jetzt auch total gerne für mich, für die Lippen, für die Hände, wenn die trocken sind. Also da braucht man auch keine bestimmte Handcreme oder irgendwie sowas. Also wenn ihr einfach eine Creme habt oder zwei, die ihr einfach oft benutzt oder zum Beispiel wenn ihr einen bestimmten Lippen oder einen Lippenbalsam habt, dann packt den in die Wickeltasche. Aber ihr braucht dann nicht jetzt tausende Cremes oder irgendwie sowas. Ich tue ja hier schon fast, als würde ich in Urlaub fahren, jedes Mal, wenn ich einfach nur die Wickeltasche dabei habe für so einen kleinen Ausflug. So im Vorbeigehen mitgenommen und ich glaube, die hat auch nicht so viel gekostet, aber ich habe oft sehr trockene Haut und deswegen haben wir die mitgenommen. Dann gab es natürlich auch eine Brustwarzensalbe, da habe ich jetzt auch einfach die von Rossmann genommen. Die ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe die Brustwarzensalbe aber gar nicht so oft benutzt. Ja, weil ich viel lieber diese Marmkompressen benutzt habe. Die waren wirklich richtig toll und auch Gold wert. Also trotz des hohen Preises werde ich mir die auf jeden Fall nochmal holen. Die sind einfach wirklich toll und die kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Könnt ihr mal Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben, ob ja, die gut ist oder ob man doch das Geld für die von Lansinu investieren sollte. Aber ich denke, da fährt man schon mit ganz gut. Was wir jetzt noch zum Thema Brust brauchen, ist auf jeden Fall Brustwarzentücher. Da habe ich ganz viel Gutes von gehört. Und Stillhütchen brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Die gab es heute auch nicht. Also irgendwie war der Rossmann sehr leer gekauft. Aber ja, da schauen wir dann nochmal bei DM oder Butni oder weiteres. Aber die Brustwarzensalbe gab es noch und die kostet, glaube ich, auch etwas über 1 € oder 2. Irgendwie sowas. Dann haben wir noch mitgenommen ein Fieberthermometer mit flexibler Messspitze. Das Fieberthermometer kann ich jedem empfehlen, das ist wirklich toll und vor allem Preis-Leistung mega und das ist mega schnell. Es ist ja auch extra so ein Express, die Fieberthermometer und es ist wirklich mega schnell und auch mit der flexiblen Spitze wirklich sehr angenehm. Nicht ganz, ganz wichtig. Das kostet irgendwas mit 4 € glaube ich. Aber hatten wir auch noch nicht. Und deswegen kam das auch mit, brauchen wir natürlich. Und Badethermometer fällt mir da jetzt noch ein. Das steht auf unserer Babyschauerliste, Babywunschliste. Und ja, wenn das nicht geschenkt wird an der Babyparty, dann kauft man das selber nochmal nach. Aber nur damit ihr das wisst, dass wir das nicht vergessen haben. Ja, weiter geht's zur Pflege von dem Baby. Und zwar gab es eine Nagelschere. Die gab's. Die Nagelschere ist tatsächlich auch wirklich top. Also die benutzen wir jetzt auch für Lia und ich habe mir immer sagen lassen müssen, ich soll doch einen Knipser besorgen. Aber ich finde das mit der Nagelschere viel, viel besser. Und ich habe auch bei Lia von Anfang an immer die Fingernägel geschnitten, wenn sie wach war und wenn sie da dabei war natürlich. Aber nicht beim Schlafen, denn so hat sie sich super dran gewöhnt und jetzt mag sie es total gerne, wenn ich ihr die Fingernägel schneide. Also. Genau, man muss es einfach mit was Tollem verbinden. Und die Nagelschere ist aber wirklich top. Also die benutzen wir jetzt immer noch. Grau. Sehr schade, dass es sie nicht in Rosa gab, weil es gab Grau und Blau. Da hätten wir natürlich gerne eine Rosa noch gehabt, aber ja, wir haben jetzt einfach die Graue hier mitgenommen. Mit Schutzkappe. Und ich denke, das
Passt ganz gut. Ich glaube, die kostet auch irgendwas mit 5 € oder so. Dann habe ich noch mitgenommen für die Wickeltasche so eine Zartcreme. Einmal so eine. Ich habe ja so viel Scheiße gekauft, ne? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ey. Also das sind alles Sachen, die man überhaupt nicht braucht. Also wie gesagt, den Babyhaul oder DM Rossmann-Haul von dieser Schwangerschaft fällt ganz anders aus, glaubt mir. Packung, ich glaube, die hat auch nur 50 Cent oder kostet einfach so für die Wickeltasche, falls man mal ganz, ganz dringend was braucht. Dann habe ich für die Kliniktasche mitgenommen einmal diese Probepackung Wattepads, sind 35 Stück gereicht, auf jeden Fall für die Kliniktasche. Ist ja diese Probiergröße und auch nur, ich glaube, 30 Cent oder so, also perfekt. Habe ich auch absolut gar nicht gebraucht. Dann gab es auch noch einen Stilltee. Auch hier einfach den ganz normalen von Rossmann. Viele sagen, der. Den habe ich tatsächlich auch getrunken. Ist jetzt natürlich nicht so lecker, aber gut, was macht man nicht alles? Aber nach dieser und glaube ich eine andere Verpackung habe ich nur noch den Fenchel-Anis-Kümmel-Tee getrunken. Der kostet 50 Cent überall im Supermarkt und ist genau das gleiche drinne. Ja, also da braucht man nicht unbedingt einen Stilltee kaufen, denn der kostet einfach nur so viel, weil das da drauf steht sozusagen. Klingt nicht so viel, aber ja, ich dachte mir jetzt einfach, warum sollte ich den teuren kaufen? Der war sowieso ausverkauft. Aber genau, der tut es auch erstmal und der kostet auch schon 2 €. Und ich schaue mich ja nochmal rum, ob ich einfach einen Tee bekomme, wo genau die Kräuter drin sind. Ich habe da letztes Mal gesehen, da gibt es einen. Und genau, dann kaufen wir den einfach nochmal, weil immer diesen Tee zu kaufen, ist glaube ich auch irgendwann sehr teuer. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Stilltee nehmt oder ob ihr auch Stillsaft nimmt. Ich habe da auch einen Saft gefunden für 4 €, aber ich dachte mir, dazu bin ich einfach irgendwie ein bisschen zu geizig. Aber ich möchte halt auch, dass die Milchproduktion gut läuft. Aber genau, da könnt ihr einfach mal irgendwas in die Kommentare schreiben, eure Erfahrungsberichte. Dann gab es auch für die Kliniktasche mein Micellenreinigungswasser. Das habe ich auch in groß. Jetzt gab es das hier einmal in klein. Verstehe ich auch nicht, warum ich die Tücher zuerst kaufe und dann jetzt noch das Reinigungswasser. Habe ich auch gar nicht gebraucht, denn tatsächlich habe ich mir im Krankenhaus einfach nur einmal Wasser ins Gesicht geschmissen, mit dem Handtuch trocken gemacht und fertig war ich. Ich war froh, dass ich die Zeit hatte, überhaupt Zähne zu putzen und aufs Klo zu gehen. Weil man hat da wirklich ganz anders im Kopf, als sich da jetzt zu schminken oder irgendwie das Gesicht hübsch zu machen. Also, nee, mir war das völlig egal. Ich habe mir, glaube ich, auch nur einmal in den 2,5 Tagen die Haare gekämmt, weil ich hatte einfach gar keine Zeit. Also, da hat man wirklich andere Sorgen. Nein, das kostet glaube ich 1 € oder so. Und das ist das mit dem Öl. Das habe ich, wie gesagt, auch in groß. Meins war jetzt sowieso leer und deswegen dachte ich mir, ich benutze das bis zur Klinik oder bis zum Klinikaufenthalt, bis zur Geburt benutze ich einfach diese Größe. Und auch in der Klinik nehme ich dann diese Größe mit. Und ja, wenn sie danach noch da ist oder noch etwas drin ist, benutze ich die einfach weiterhin, bevor ich mir dann nochmal das Große kaufe. Ich finde das mit dem Öl sehr, sehr schön. Das ja, macht meine Haut sehr, sehr weich und das benutze ich immer so zum Reinigen und auch zum Abschminken. Dann habe ich schon ganz, ganz viel von dieser Bräuchleinsalbe gehört. Und Die Bräuchleinsalbe ist absolut zu empfehlen. Also die ist wirklich toll, wenn Lea Bauchschmerzen hat. Da mache ich immer so ich hab dich lieb Massage. Und ja, die ist wirklich toll. deswegen muss natürlich auch die mit. Und genau, zur pflegenden Bauchmassage bei Säuglingen und Kindern. Die kostet aber sehr, sehr viel. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall kostet sie sehr, sehr viel. Aber ja, wenn Leute das empfehlen, dann kaufen wir das natürlich gerne. Dann gab es einmal für die Kliniktasche meine Zahnpasta in klein. Da habe ich einfach hier die von Odol mit 3, die extra white. Und genau, die kostet glaube ich auch nicht so viel. Und für die Kliniktasche dachte ich mir, passt die kleine Größe sehr gut. Die teilen Felix und ich uns und das passt ganz gut. Und dann einmal das Paket, was verschollen war mit den intimen Pflegetüchern. Dann habe ich auch nur Gutes von diesen Öltüchern hier gehört. Das sind Feuchttücher, die wohl in Öl getränkt sind. Und ich habe davon. Die Feuchttücher sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ja, dieser Ölfilm ist einfach sehr angenehm und ja auch sehr schön für den Popo und Öl allgemein. Genau, deswegen, die finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Sehr, sehr Gutes gehört und dementsprechend habe ich auch die mitgenommen. Muss mich einfach umsetzen hier.
Langsam wird's unbequem. Dachte ich mir jetzt auch für unterwegs oder wenn wir irgendwo mal sind oder wenn man die einfach mal kurz braucht, dass man dann da kurz einmal mitwickeln kann oder so. Genau, deswegen gab es die auch. Die sind aber auch relativ teuer, finde ich. Wenn man das mal so überlegt, dass es einfach nur ein paar Tücher sind. Dann muss natürlich auch mit einmal die Sicherheitswattestäbchen für Kinder. Und auch... Die Wattestäbchen haben wir immer noch, dieselbe Packung, und die ist auch immer noch fast voll. Ich habe da vielleicht 3-4 Stück draus genommen, weil ja so viel Verschmutzung haben die Kinder gar nicht in den Ohren. Und man darf ja auch nur so den äußeren Rand sauber machen, und da kann man auch einmal kurz mit dem Spucktuch einmal so lang gehen. Mitgenommen haben wir einen Fencheltee, der ist ab dem 4. Monat. Den Fencheltee habe ich auch noch genauso stehen. Da hat Lia vielleicht 2 Flaschen von getrunken und das auch erst jetzt... Wo sie ein bisschen älter war als Baby, hat sie gar keinen Tee bekommen. Klar, brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht, aber ich dachte mir, ich nehme schon mal einen mit. Einfach, ja, auch um zu schauen, wie der so funktioniert. Und wenn das Kind dann einen Tee braucht, dann haben wir das schon mal da. Der kostet 3 Euro, glaube ich. Dann habe ich für die Wickeltasche mitgenommen ein Hygienespray. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist tatsächlich auch einfach zu empfehlen, einfach wenn man auf fremden Wickeltischen oder unterwegs irgendwo im Wickelraum wickelt, habe ich das immer eingesprüht und dann mit dem Feuchttuch einmal rüber. Das ja, war mir immer sehr wichtig und habe ich auch tatsächlich ja, immer benutzt und kann ich auch auf jeden Fall empfehlen und kommt beim nächsten Mal auch auf jeden Fall in die Wickeltasche. Für die Wickeltasche, wenn wir irgendwo Fremdes sind, im Restaurant oder bei irgendjemandem zu Besuch, dass man einmal kurz alles sauber machen kann oder auch die Finger danach oder davor. Ja, finde ich ganz wichtig. Ich habe jetzt auch so eine Probegröße mitgenommen, das hat gekostet 1 Euro und ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Dann gab es 2-mal diese Einmalwaschlappen. Die waren nicht ausverkauft. Ein Wunder ist geschehen. Hier sind 30 Stück drin. Die habe ich 2-mal mitgenommen. Wo sind sie? Hier sind sie. Die finde ich tatsächlich gar nicht so schön. Ich finde, die haben eine ganz komische Struktur und fassen sich auch nicht so schön an. Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen und würde ich auch nicht nochmal kaufen, weil da sind die Wattepads einfach viel schöner, aber am besten sind ganz normale Waschlappen, die man waschen kann. Also ich bin da mit meinen super zufrieden und kann die nur empfehlen. Und wenn ihr aber nicht waschen wollt, dann würde ich diese Wattepads empfehlen. Genau, und die dachte ich auch einfach mal so zum Reinigen, wenn man am Wickeltisch, da ist das, glaube ich, ganz gut. Und die kosten, glaube ich, auch nur 80 Cent. So, dann gab es natürlich noch einmal die bekannten Wickelunterlagen. Die kann man ja wirklich überall gebrauchen. Da wird auf jeden Fall eine mit in die Kliniktasche kommen. Also die Wickelunterlagen sind an sich super. Die haben wir von Anfang auch oft und gerne benutzt. Allerdings jetzt, wie gesagt, habe ich waschbare, mit denen bin ich noch zufriedener, einfach weil die viel weicher sind, viel robuster und natürlich waschbar sind. Und das ist wirklich eine absolute ja, Müllproduktion. Aber so natürlich an sich für einen Wickeltisch ist es super, weil letztlich immer der ganze Wickeltisch eingesaut und sowas. Das ist wirklich top. Also wenn ihr da nicht auf die waschbaren umsteigen wollt oder so, dann kann ich dir wirklich empfehlen. Oder mehr, weil wir leider keinen Wickeltisch auf dem Zimmer haben bei der Klinik und ich deswegen ja auf meinem Bett wickeln möchte, um nicht. Genau, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Wir haben die Kleine auf dem Bett gewickelt und dann auch auf dieser Unterlage, denn man musste immer ein ganz schönes Stückchen zum Wickelraum gehen. Und abends oder nachts habe ich den einfach ganz schnell im Zimmer gewickelt und das war auch gar kein Problem. Und da waren die natürlich auch super, denn am Anfang geht einfach so viel daneben, erst recht mit diesem Kindspech. In der Nacht auf dem Flur rennen zu müssen, oder beziehungsweise durchs halbe Krankenhaus, um das Kind zu wickeln. Aber auch für den Wickeltisch und auch für unterwegs sind die super praktisch. Hier sind 10 Stück drin, die kosten glaube ich auch 3 Euro, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und genau, die gab es dann natürlich auch. So, wir haben es gleich geschafft. Einmal gab es noch so Probegrößen. Ein Duschgel für die Dame und hier ein Duschgel für den Herrn. Einmal für die Kliniktasche jeweils. Ja, haben wir auch nicht gebraucht. Wir beide hatten nicht das Bedürfnis, duschen zu müssen. Wir haben zu Hause ganz entspannt geduscht, als wir wieder hier waren. Und ja, ich denke, ich werde mir einfach eine Packung einpacken.
Auch so eine, irgendwie, dass ich mir so ein bisschen was abfülle von meinem Shampoo, falls ich duschen möchte. Aber ja, ich hätte da wirklich gar keinen Kopf zu. Felix war nicht so begeistert davon, weil er meinte, wir könnten auch die großen Sachen mitnehmen. Aber ich finde, die großen nehmen dann doch ganz schön Platz weg. Wenn ich mir zwei große Sachen einpacken muss und er hat auch zwei verschiedene Duschgels und lasse ich jetzt einfach scheiß drauf. Für jeweils 50 Cent haben wir dann einfach das hier mitgenommen und ich denke, damit fahren wir ganz gut. Wir sind ja nicht so lange im Krankenhaus. So, und das war's. Oh, meine Güte doch. Genau, es gibt wie gesagt noch einen zweiten Teil. Da habe ich noch ein paar Sachen nachgekauft. Aber das meiste war es tatsächlich. Und ja, ihr seht, völlig übertrieben. Und das braucht man, upsala, das braucht man auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, ich werde dieses Mal wahrscheinlich nicht so einen allzu großen Haul machen, denn ja, ich kaufe auch eigentlich fast kaum noch was bei Rossmann. Viele fragen immer nach dem Rossmann Live Haul oder DM Live Haul, aber ich kaufe einfach total wenig in der Drogerie. Also ich kaufe das meiste Toilettenpapier und sowas, kaufe ich alles bei Rewe. Genauso wie Putzmittel, außer ich brauche mal was ganz Bestimmtes, dann husche ich kurz zum Rossmann rein. Ja, aber sonst finde ich das meiste einfach bei uns im Rewe. Mein Shampoo bestelle ich online. Das von Felix gibt es bei Rewe, was er die ganze Zeit benutzt. Und Windeln und sowas brauchen wir ja nicht. Und dementsprechend, ja, dann bin ich einfach sehr selten in der Drogerie. Und ich denke, dementsprechend wird auch der nächste Haul sehr klein ausfallen. Ich habe nämlich noch, auch noch total viele Sachen da. Also, von Lia noch ganz viele Sachen da. Unter anderem ein paar Multimarm-Kompressen und sowas. Und ich denke, beim zweiten Kind ist es auch einfach was ganz anderes. Ja, und jetzt ist das Video auch wirklich lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wieder ein Reaktionsvideo haben wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!